Hallo und herzlich willkommen bei wapox.de. Hier möchte ich Ihnen einmal die Einführung der Internet-IP-Kameras zeigen. Das heißt einmal die Ersteinrichtung und Einrichtung im WLAN. Als erste Vorbereitung müssen wir natürlich die Kamera mit dem Netzstecker verbinden und die Kamera über ein LAN oder Cat5-Kabel mit dem Router verbinden. Wir haben da hinten ja noch freie Steckplätze, die man dann noch benutzen kann, zum Beispiel um ein oder zwei PCs noch mit reinzustecken. Da stecken wir einfach das LAN-Kabel rein und dann ist die Kamera mit dem Router verbunden. So, als ersten Schritt machen wir einmal die Webseite auf, zwar www.wapo-x.de. Da scrollen wir runter. Unten rechts sehen Sie das Feld Tenvis Downloads. Und da laden wir runter den Windows Camera Finder. Da klicken wir einmal drauf. Wir können das Programm dann runterladen. Ich habe es schon getan. Gehen einmal in diesen Download-Ordner und können das Programm dann aus dem Download-Ordner sofort starten. Das braucht man nicht zu installieren, braucht sie nicht zu installieren. Das startet automatisch. Alternativ wäre es natürlich vom Vorteil, das Programm oder die Exe-Datei auf den Desktop zu kopieren, wie ich es auch schon getan habe. Dann haben wir es natürlich sofort zur Verfügung. Hier klicke ich einmal drauf, IP-Kamera-Verknüpfung. Dann öffnet sich ein Fenster. Hier oben, das ist interessant. Das wäre jetzt IP-Kamera, Subnet doesn't match, double click to change. Das heißt, die Netzwerkadresse ist nicht akzeptabel, die müssen wir jetzt noch einstellen. Ich klicke jetzt mal links doppelt drauf. Hier im oberen Feld sehen Sie die IP-Adresse der Kamera, das ist die 192.168.1.239, so steht sie auch auf dem Karton. Die wird natürlich hier so nicht akzeptiert. Hinter der 168, also 192.168, hinter der 168 machen wir aus der 1 eine 0. Das können wir so in diesem Fenster machen. Aus der 32 würde ich vorschlagen, wenn Sie sonst keine anderen Geräte im Netzwerk laufen lassen, machen Sie die 101. 100 ist meistens der Computer, 1 ist meistens der WLAN-Router oder der Router. Ich mache jetzt die 107, weil ich habe schon Netzwerkgeräte laufen, wie ein WLAN-Drucker zum Beispiel. Alternativ wäre für Sie natürlich die 101 wichtig oder richtig. So, die Subnetzmaske lassen wir auf 255.255.255.0, das ist schon korrekt. Dann haben wir hier im dritten Feld die Gateway, das heißt, das ist die IP-Adresse des Routers. Die ändern wir nur hier in der Mitte ab. Wir haben hier die 192.168.1.1. Wir müssen hier aber die 0.1. Dasselbe machen wir auch mit dem DNS-Server, das ist auch der Router. Da machen wir aus der 1 auch eine 0. Dann haben wir die IP-Adressen eigentlich so schon korrekt eingerichtet. Jetzt kommen wir zum HTTP-Port. Das heißt, welchen Port geben wir für die IP-Kamera frei? Also erfahrungsgemäß haben sich die Ports von 8000 bis 8888 als gut erwiesen. Port 80 oder 81 werden von vielen Routern zum Beispiel für Updates genutzt oder halt für den Remote Access Control. Das heißt, also hier gebe ich jetzt einen die 8000, in meinem Fall die 8002, weil ich schon zwei Kameras laufen habe über die anderen Ports. Für Sie als Erstbenutzer würde ich vorschlagen 8000. So, hier unten haben wir Obtain IP from DHCP Server. Diesen Haken können wir natürlich wegsetzen, weil jetzt habe ich natürlich hier alles verändert. Das heißt, der Router vergibt automatisch die IP-Adresse. Am einfachsten ist es natürlich, wenn man sie selber vergibt, so wie wir es gerade getan haben. Und da brauchen wir dann nur in den Kameras die Änderung vornehmen und die wird sofort akzeptiert. Dann haben wir hier unten drunter einmal den Usernamen, der ist im Auslieferungszustand auf Admin. Und das Passwort ist 0. Da am besten gar nichts reinschreiben, einfach freilassen. Jetzt bestätigen wir das Ganze mit OK. Jetzt startet die Kamera einmal neu, um die IP-Adresse anzunehmen. Hier habe ich nochmal die Kamera von der Homepage, die 24-Stunden-IP-Kamera, die Tenvis Mini 319W, die läuft natürlich durch. So, jetzt warten wir ein paar Sekunden.
refreshen die Kameraliste. Jetzt müsste die Kamera gleich wieder mit auftauchen. Die braucht ca. 30 Sekunden zum Neustart, um die IP-Adresse zu übernehmen. So, hier oben haben wir sie. IP-Kamera, HTTP 192.168.0.107.8002 für den Port. Jetzt klicken wir hier doppelt drauf und dann geht die Internetseite auf. Bei mir ist jetzt der Internet Explorer. So, jetzt schreiben wir hier nochmal das Passwort ein, den Benutzer, beziehungsweise den Benutzernamen, admin, wie vorgegeben. Kein Passwort eingeben, ist noch in der Grundeinstellung. Hier kommen wir ins Kameramenü. Da haben wir hier oben die Möglichkeit, die Sprache einzustellen. Wir gehen mal auf Deutsch. Dann könnten wir uns einmal anmelden für den Internet Explorer. Das heißt, wenn wir den Internet Explorer benutzen, den als Standardbrowser auch benutzen, melden wir uns über das erste an, das ist über den ActiveX-Modus. Wenn wir den Mozilla Firefox benutzen, Google Chrome oder Safari oder Opera zum Beispiel, dann melden wir uns über den Push-Server an, das wäre dann die zweite. Also ich habe den Mozilla Firefox, ich nehme jetzt den zweiten. Wenn ich den Internet Explorer hätte, würde ich dann mich über den ersten anmelden. So, dann kommen wir hier in den Gerätestatus. Hier oben sehen wir einmal ganz schön die Kamera-ID, das ist die MAC-Adresse. Wenn ein Router die MAC-Adresse haben muss, beziehungsweise die Kamera erst über die MAC-Adresse findet, hier oben kann man sie dann entnehmen. Hier haben wir die Firmware-Version. Hier haben wir die Benutzerflächen-Version. Kameraname und etc. Alarmstatus etc. Das haben wir noch gar nicht eingestellt. Hier unten im zweiten Reiter haben wir das Live-Video. Da kann man das jetzt schon mal sehen. Ich nutze gerade die IP 602 für Außenbereich. Habe ich mir gerade eben montiert. Hier können wir einmal die Ansicht aufs 320x240. Hier das Ganze in 640x480. So. Kann ich natürlich auch noch umstellen. Das steht auf 50 Hertz. Ich kann es noch auf 60 Hertz stellen. Wird das ein bisschen weicher. Und natürlich auch für draußen. Das hat mit der Gegenlichtkompensation zu tun. Ich lasse die jetzt mal auf 60 Hertz, wir sind ja noch im Innenbereich. Hier im oberen Teil haben wir zum Beispiel die Helligkeitseinstellung. Da können wir die Kamera heller einstellen. Oder halt wieder zurück. Und hier unten drunter haben wir einmal den Kontrast. Da können wir den Farbkontrast des Bildes etwas verstärken oder halt wieder zurückstellen. Je nachdem, wie wir die Kamera am besten positioniert haben. Hier können wir das Bild nochmal drehen, einmal auf Kopf und wieder gerade und hier nochmal im Spiegel, alles in Echtzeit. So, hier können wir auch einen kleinen Schnappschuss machen, als Foto zum Beispiel, wird dann in einen neuen Tab geöffnet. Hier unten im Geräte-Reiter Gerätemanager kommen wir zu den wichtigeren Einstellungen, zu den Administrator-Einstellungen, wo wir auch nur reinkommen, wenn wir das Administrator-Passwort kennen. Das stellen wir gleich noch mit ein. Als erstes haben wir hier die Benutzereinstellung. Da können wir jetzt die Kamera benennen. IP-Kamera steht hier. Ich nenne sie jetzt mal IP-Cam Leerzeile 3. Übernehmen das Ganze. Dann haben wir in der zweiten Einstellung Datum- und Zeiteinstellung. Da zeigt die Kamera das aktuelle Datum an, Uhrzeit und den Tag und den Monat. Das ist eigentlich soweit schon voreingestellt und wird auch automatisch synchronisiert. In der dritten Einstellungsfunktion haben wir hier die Benutzereinstellungen. Und da können wir zum Beispiel die Benutzergruppen eingeben. Wir haben jetzt standardgemäß im Auslieferungszustand in der Benutzergruppe Administrator, das heißt, Sie können die Kamera in sämtlichen Positionen verändern, in sämtlichen Einstellungen verändern. Als Administrator haben Sie sämtliche Zugangsrechte. Benutzername Admin. Passwort ist natürlich jetzt noch nicht gesetzt. Da setze ich jetzt auch das Passwort Admin mit ein. Und gleichzeitig richte ich jetzt ein Gastkonto mit ein, wo zum Beispiel steht, wie bei uns auf der 24-Stunden-Live-Cam, Benutzername Demo, Passwort Demo. Das übernehme ich jetzt. Das heißt, ich kann mir jetzt quasi, also ich muss jetzt einmal bestätigen mit dem Administrator-Passwort, das heißt Admin-Benutzername und Admin-Passwort. Bestätige ich das Ganze. Jetzt startet die Kamera nochmal neu hoch. Und das Ganze hat Folgendes auszusagen.
Wenn ich mich über das Administrator-Passwort einmelde als Administrator, habe ich die Möglichkeit, sämtliche Einstellungen in der Kamera vorzunehmen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel nur als Gast einlogge in der Kamera mit dem Passwort Demo zum Beispiel, kann ich außer gucken und hören, kann ich gar nichts tun. Also ich kann die Kamera nicht verstellen. Da sperrt die Kamera dann. Das schützt dann vor unbefugten Zugriffen. So, Kamera ist neu gestartet. Wir sind hier wieder im Gerätestatus, beziehungsweise im Gerätemanager. So, Benutzereinstellungen haben wir gerade getätigt, Passwörter haben wir vergeben. Dann kommen wir zu den Netzwerkeinstellungen. Hier können wir nochmal, wenn was verändert werden soll, nochmal verändern. Hier haben wir unsere IP-Adresse der Kamera, 192.168.0.107, die Subnetzmaske, die IP-Adresse vom Router, die 192.168.0.1. Die Adresse müssen Sie natürlich vom Router entnehmen. Wenn der Router eine andere IP-Adresse haben sollte, müssen Sie die gegebenenfalls da eingeben. In der Regel ist es meistens so, also der Router hat immer die Adresse 0.1 zum Schluss und der Computer hat meistens, wenn ein Computer angeschlossen ist, hat meistens die 0.100. So ist es meistens bei Windows im Standard. HTTP-Port liegt bei 8002. Wie gesagt, Sie können bei 8000 anfangen, müssen Sie im Router aber auch nochmal freischalten. Dann kommen wir zur nächsten wichtigen Einstellung, und zwar das Wireless LAN. Hier oben im Fenster werden gleich die verfügbaren Netzwerke angezeigt. Hier unten können wir dann mit dem Häkchen aktivieren wir das WLAN. Und mit dem Aktualisieren suchen wir natürlich jetzt freie WLAN-Netzwerke, beziehungsweise unser WLAN-Netzwerk. So, nochmal das Häkchen setzen, nochmal. Kann schon mal passieren, dass es automatisch abschaltet, wenn er nicht sofort was findet. So, hier haben wir jetzt eine ganze Reihe von verfügbaren WLAN-Netzwerken. Ich nehme jetzt mal unseres. Die Einstellung nimmt er auch sofort alle an. Das heißt, wir haben hier sofort, wenn wir draufklicken, die SSID mit drin. Das heißt, das Netzwerk, den Netzwerknamen. Die Netzwerktyp, Infra oder Ad-Hoc, nimmt er auch automatisch an. Und bei der Verschlüsselung haben wir natürlich sämtliche Optionen zur Verfügung. Das heißt, wir haben einmal keine Verschlüsselung, die WEP-Verschlüsselung. Dann haben wir einmal die WPA-Verschlüsselung, Personal für TKIP oder AES. Und dasselbe nochmal für WPA2. Das sind verschiedene Bit-Verschlüsselungen halt für Netzwerkschlüssel. Ich lasse jetzt mal so, wie es steht, WPA2 Personal TKIP. Dann gebe ich hier unten meinen Netzwerkschlüssel ein, meinen Test-Netzwerkschlüssel. Moment, falsch. So, übernehme das Ganze. Jetzt startet die Kamera nochmal neu. Und ich habe jetzt auch sofort die Möglichkeit, ich ziehe jetzt auch den Stecker raus, das heißt den LAN-Stecker, den Netzstecker, dürfen Sie auf jeden Fall nicht ausschalten. Die Kamera muss immer mit Strom versorgt werden während der Einstellungsvorrichtung, sonst können wir die Kamera nochmal komplett neu resetten und nochmal alles von vorne. So, ich habe jetzt einmal den LAN-Stecker aus dem Router gezogen, das heißt, wenn die Kamera jetzt hochfährt, fährt sie komplett nur im WLAN-Bereich hoch. Es dauert jetzt ein paar Sekunden. Kann auch schon mal vorkommen, dass er die Kamera nicht sofort findet, weil er sie halt jetzt noch unter dem LAN. Ah, doch, er hat sie gefunden, aber. So, gehen wir nochmal auf Live-Video. So, so sieht das Ganze jetzt im WLAN aus. Ich weiß nicht, ob man das so. Nee. War ich nicht lang genug? So, haben wir eine Cola-Flasche. Auf jeden Fall haben wir auch schönes ruckelfreies Bild. Gehen wir nochmal in den Gerätemanagement rein. So, WLAN, wie gesagt, haben wir eingestellt. Jetzt kommt nochmal die ADSL-Einstellung, die wir nochmal einstellen können. Benutzername, Passwort und genauso die UPnP für Port Forwarding zum Beispiel. Das übernehmen wir auch. Das heißt, für eine Portweiterleitung im Router, wenn Sie zum Beispiel eine NAT oder NAS-Festplatte noch bei am Laufen haben, die können wir natürlich auch darüber laufen lassen, die Kamera. Da muss das nicht alles über DynDNS laufen. Hier haben wir die nächste Einstellung über DynDNS-Einstellung. Das heißt, wir können die Kamera in Non-Bereich, das heißt über das normale Netzwerk laufen lassen, überall, wo wir WLAN haben oder LAN.
können wir die Kamera dann betreiben und können sie aber auch nur extern im Netzwerk sehen. Dann haben wir hier noch verschiedene Einstellungen von DynDNS-Seiten, einmal ore.net, dyndns.com.org, 3322.org, mintdns und tenvis.org. Das sind jetzt die Seiten, wo wir uns über DynDNS quasi die Kamera fürs Internet freischalten können. Da gehen wir später in den DynDNS-Video aber nochmal konkret drauf ein. Als nächste Einstellung haben wir MSN, das heißt über Microsoft Messenger. Hier oben geben wir unser Passwort ein, unser Benutzername ein. Hier drunter geben wir unser Passwort ein. Und wir haben hier die Möglichkeit noch von der Buddy-Liste sämtliche Freunde einzugeben, die dann zum Beispiel auch auf die Kamera zugreifen können bzw. sehen können. Übernehmen das dann ganz. Im nächsten Reiter kommen wir zu den E-Mails. Da gehen wir dann auch nochmal separat im Video zu ein, weil es etwas kompliziert einzustellen ist. Im Grunde müssen wir hier oben eine Versender-E-Mail eingeben. Das heißt, wenn Sie sich per E-Mail benachrichtigen lassen möchten im Alarmzustand, sollten Sie zwei E-Mail-Adressen haben. Das heißt, eine E-Mail-Adresse, von wo die E-Mail geschickt wird, und halt eine E-Mail-Adresse, wo die empfangen wird. Das wäre jetzt bei mir zum Beispiel shop@wapro-x.de, wäre jetzt die Versenderadresse, die ich hier oben eingeben würde. Müsste dann hier unten zum Beispiel die Passwort-Authentifizierung, Benutzer und Passwort eingeben, damit die E-Mail dann von diesem Server, von diesem Anbieter, Provider verschickt wird. Hier könnte ich dann den Empfänger reingeben, den SMTP-Server und nochmal den SMTP-Port. Kann das Ganze auch testen und kann das Ganze auch verschlüsselt lossenden. Wie gesagt, da gehen wir nochmal separat drauf ein, weil es halt ein bisschen schwieriger einzurichten ist. So, dann haben wir einmal den FTP, die FTP-Einstellung. Hier oben tragen wir unseren FTP-Server ein. Wir haben mit dem FTP-Server natürlich die Möglichkeit, extern ein Video aufzunehmen. Bei der Kamera muss normalerweise nur ein Router stehen am Kameraaufstellungsort, der halt das WLAN überträgt. Die Festplatte und der Computer, die können natürlich ganz woanders stehen, wenn wir es über das DynDNS laufen haben. Und das kann dann alles separat extern über einen FTP-Server laufen zum Beispiel. Da geben wir hier oben den FTP-Server ein. Hier geben wir den Port, Benutzername und Passwort ein. Und hier in der nächsten Spalte geben wir einfach ein, unter welchem Pfad er das speichern soll. Hier haben wir nochmal die Einstellung PORT oder PASV. Das ist für den FTP-Modus. Testen kann man das Ganze natürlich auch. Und wir haben die Option, hier jetzt Bilder hochzuladen. Entweder in 0-Sekunden-Intervallen. Und das können wir dann eintippen, ich weiß gar nicht, bis 255, 1380. Das lässt sich dann variabel einstellen. Und hier haben wir dann nochmal den Bildnamen. Das heißt, .jpeg ist immer das Bild. Aber wir können zum Beispiel IPCam3, dann wird er das dann IPCam3 Bild 1, sage ich mal, .jpeg nennen, IPCam3 2jpeg etc., immer so weiter. Hier haben wir dann noch maximale Nummern der Files. Da kann man dann zum Beispiel auch sagen, er soll maximal 5 Bilder schießen. So, die nächste Einstellung wären die Alarmeinstellungen. So, das ist jetzt dieses mit dem Motion Detection. Ich mache hier das Häkchen bei Bewegungserkennung. Hier haben wir die Sensibilität. Die ist jetzt momentan auf 5 voreingestellt. Die können wir natürlich auf 1, auf super sensitiv oder halt auf 10, auf etwas träger einstellen. Das muss dann vor Ort selber ausgetestet werden. Je nachdem, wo die Kamera aufgestellt wird, können natürlich schon kleine Lichtreflexionen von vorbeifahrenden Autos die Kamera oder den Alarmzustand auslösen. Das soll natürlich nicht sein, sollte man vorher testen. Wie gesagt, welche Einstellung für einen da halt am besten sitzt. E-Mails aktivieren könnten wir hier zum Beispiel dann auch. Dann würde jedes Mal ein Foto, 4 Fotos per E-Mail schicken bei der Benachrichtigung und bei der Alarmierung. Dann können Sie auch den Intervall der Bilder, die geschossen werden per E-Mail, können Sie natürlich auch eingeben. Das heißt jetzt zum Beispiel, können Sie am besten stehen lassen 0 Sekunden. Das heißt, er schießt innerhalb von einer Sekunde, also in 0 Sekunden 4 Bilder. Direkt die ersten 4 werden Ihnen dann per E-Mail geschickt. Wenn da jemand die Tür öffnet oder wenn sich gerade jemand ein Gesicht vor der Kamera bewegt, bekommen Sie davon ein aktuelles Foto zugeschickt. Und
haben dann, sag ich mal, Zeit, jemanden, die Polizei zu alarmieren. Unter der Zeitplanung machen wir das Häkchen. Da können wir hier einstellen. Haben wir hier die Tage von Montag bis Samstag, von Sonntag bis Samstag. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und dann halt für jede Viertelstunde haben wir eine Einstellung für jeden Tag. Das heißt, wir fangen hier bei 0 Uhr an. 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr bis hoch auf 23 Uhr können wir dann einstellen, wann die Kamera laufen soll, wann die Bewegungserkennung zum Beispiel laufen soll. Wenn Sie der Meinung sind, sonntags von 23 bis 3 Uhr morgens zum Beispiel, klicken Sie einfach diese Felder hier oben an und dann läuft die Kamerabewegungserkennung natürlich zu den Zeiten an den Tagen dann durch. Wenn Sie da irgendwas abändern wollen, machen Sie einfach diese blauen Fältchen wieder weg. Das ist eigentlich wunderbar aufgeteilt und das kann man hier dann übernehmen. So, ich deaktiviere das dann Ganze nochmal. Die PTZ-Einstellung können wir komplett weglassen. Und zwar haben wir hier diese Pan-and-Tilt-Einstellung. Das heißt, Pan-and-Tilt sind Kameras, die sich dann natürlich per Internet, Browser oder per Smartphone bewegen lassen. Wenn wir so eine Kamera haben wir leider nicht im Programm. Die Kameras sind alle festgesetzt, die bewegen sich nicht automatisch. Die Software ist dafür aber auch geeignet. In der nächsten Einstellung haben wir die Firmware aktualisieren. Das heißt, wenn wir auf unserer Homepage eine neue Firmware bzw. neues Benutzerprogramm-Update freigeben, können Sie es dann runterladen von unserer Internetseite, auf Ihren Rechner speichern und dann hier über die Durchsuchen-Funktion aufsuchen, aus dem Download-Ordner installieren, einfach öffnen, übernehmen. Und die Kamera aktualisiert dann automatisch ihre Firmware bzw. ihre Benutzeroberfläche. Das geht dann vollkommen automatisch. Startet nochmal 40 Sekunden neu und danach haben Sie die Kamera dann mit Upgrade am Laufen. In der nächsten Funktion haben wir das Backup- und Recovery-Programm oder Einstellung. Hiermit könnten wir zum Beispiel eine Sicherungskopie der jetzigen Einstellung vornehmen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine zweite Kamera bei uns gekauft haben, und diese mit den gleichen Einstellungen laufen lassen wollen, jetzt aber nicht komplett alles neu einstellen möchten. Machen Sie von der fertigen Kamera, die Sie haben, einfach eine Sicherheitskopie. Das geht über params.bin. Speichern diese Datei eigentlich zwischen. So, und hier können Sie das wieder aufnehmen. Der Vorteil bei den Kameras ist, die Mini 319W, die IP 602W und die 391W benutzen alle drei dasselbe Benutzeroberfläche. Das heißt, wenn Sie jetzt drei Kameras kaufen und haben die erste komplett mit FTP, E-Mail und DynDNS und alles eingerichtet, speichern Sie diese Parameter einfach auf Ihren Rechner und spielen diese auf Ihre anderen Kameras, auf die, sage ich mal, die nächste 391W einfach auf. Und Sie brauchen wirklich nur noch die IP-Adresse ändern, weil jede Kamera ja eine separate IP-Adresse braucht. Die restlichen Einstellungen werden dann so mit übernommen und da haben Sie dann ordentlich Zeit gespart bei den Einstellungen. So, der nächste Punkt ist der Auslieferungszustand wiederherstellen. Den lassen wir natürlich jetzt weg. Das heißt, der Cache stellt die Kamera wieder auf unseren Auslieferungszustand zurück. Das ist jetzt momentan unwichtig, vielleicht nur wichtig, wenn Sie die Kamera nochmal verkaufen möchten. Hier im zweiten, vorletzten Punkt können Sie die Kamera separat nochmal neu starten. Wenn es mal zu irgendwelchen Einstellungsproblemen kommen sollte oder die Kamera, wie gesagt, die hat einen integrierten Server, wenn die mal nach längerer Laufzeit abstürzen sollte, können Sie die Kamera hier neu starten. Dann haben wir als letzte Funktion nochmal die Log-Funktion. Da können Sie genau sehen, wer sich wann auf der Kamera eingeloggt hat. Das ist natürlich dann immer sehr interessant, wenn Sie die Kamera zum Beispiel online schalten. Da kann man dann sehen, zu welchen Zeitpunkten halt die meisten Leute sich, sag ich mal, auf der Kamera eingeloggt haben, entweder als Admin oder als Besucher. So. Soweit haben wir das eigentlich zur Kamera. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. Und wie gesagt, das mit DynDNS, da machen wir nochmal ein separates Video. Danke!